Herogemeinde Rock'n'Roll. So, wie ihr schon unschwer aus dem Titel erkennen konntet, geht es heute mal wieder um unseren Renner. Und heute kommt die große Frage, läuft er oder läuft er nicht? Ne? Ich hätte wahrscheinlich unschwer oder beziehungsweise kein Video gemacht, wenn er nicht laufen würde. Aber ne, wir schauen uns das jetzt mal an. Ihr seid nämlich jetzt live dabei beim First Start. Ne? Also tatsächlich, ohne Scheiß, was jetzt kommt, ist vollkommen authentisch der erste Druck auf den Anlasser. Ja? Los geht's. Jetzt ist es soweit, der Versuch ist da. Der erste First Start des Renners steht an. Ich glaube, letztes Mal so nervös war ich vor meiner Meisterprüfung, also am Tag der Prüfung. Ja. Wir versuchen es mal. Ne? Wir müssen mal gucken, ob jetzt soweit alles auch startet, Benzinpumpe und so weiter. Und dann werden wir gleich mal versuchen, ein Knöpfchen zu drücken. Ne? Dann geht das los. So, wer steht auf grün, dann drückt mir den Daumen. Dann ist raus. Oh, die Batterie ist schwach. Ja, und ja, ihr habt gesehen, wie nervös ich war.
bis das Ding gelaufen ist oder dass es überhaupt sauber angesprungen ist, habe ich mich ja schon ein bisschen gewundert, weil das war ja wirklich komplettes Neuland, auch mit der Grundprogrammierung vom Ignijet-Steuergerät. Da war zwar original vom Hersteller was draufgetackert, aber ob das wirklich funktioniert, war uns natürlich nicht klar. Aber ne, gute Arbeit geleistet mit der Firma Ignijet. Hier nochmal vielen Dank. Ne, super, hat astrein geklappt. Jetzt ist natürlich viel Arbeit. Jetzt müssen wir erstmal die ganze Sache grund einstellen, so wie ihr das kennt, mit dem Raster. Und natürlich dementsprechend die AFR-Werte so einstellen, dass das Motorrad auch vernünftig Gas annimmt. Hat es zwar schon, aber wenn wir dann mal über den AFR-Wert drüber gefahren sind, konnte man sehen, da waren dann viele Punkte, die natürlich viel zu mager liefen, weil das wohl vorkonfiguriert war oder das Steuergerät für einen Serienmotor. Das kann natürlich hier nicht passen. Ne? Also, jetzt geht los. Einmal vernünftig einstellen. Das hat schon ganz schön lange gedauert. Aber das machen wir jetzt mal und ja, würde ich sagen, ne? Los geht's. Ja, jetzt ist es soweit grundeingestellt, dass wir jetzt schon mal ein paar Läufe machen könnten. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns aber erst nochmal das Moped von nahem an und ich erkläre nochmal ein bisschen, was wir alles jetzt gebaut haben. Für die Leute, die den Motor nicht so verfolgt haben, jetzt über das Jahr oder fast anderthalb Jahre hat es ja jetzt gedauert, bis das Ding jetzt hier steht. Ja, und wir schauen uns jetzt mal den Motor an sich an. Ich zeige euch mal so ein paar Spezialgeschichten, die wir an diesem Motorrad gebaut haben oder an diesem Motor gebaut haben, gerade zur Zündung und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Rundgang und der geht jetzt los. So, starten wir mal mit dem Rundgang. Ihr seht hier jetzt die linke Seite. Das Fahrzeug war eine serienmäßige Duke R, Baujahr 2017. 96 wurde dann motortechnisch von uns umgebaut, von 80 Hub auf 85 mm Hub. Und von 105 auf 107 mm Bohrung, Spezialanfertigung des Kolbens von GE Piston. Ich blende euch oben mal die ganzen Videos zu dem Motor ein, für die, die es noch nicht gesehen haben. Nockenwelle von der Firma DCR, auch aus USA. Ansaugung ist die Originale. Wir haben hier erstmal einen Twin Air Schaumfilter drauf gesteckt, weil wir haben ein ganz kurzes Powerrohr da hinten drauf, unten runter und der Tank ist da noch ein bisschen im Weg, da habe ich leider noch keinen anderen. Also daher mussten wir erstmal den draufsetzen. Aber wenn wir den Tank mal geändert haben, wenn es dann mal soweit ist, versuchen wir da auch noch einen BMC-Filter drauf zu stecken. So, gehen wir nach hinten. Ja, ne? Da ist natürlich das mit ein Übel, was aber im Prüfstand eigentlich nie optimal ist, denn da hinten ist ein Slick drauf. So, ich habe leider momentan nichts anderes, weil original war ja so ein Regenrennreifen da hinten drauf. Der wäre uns direkt in Fetzen geflogen. Daher habe ich erstmal nochmal ins Regal gegriffen und Slick draufgepackt. Mit Slicks sind halt immer oder hat man immer Probleme auf der Rolle. Das seht ihr auch auf der Leistungsmessung gleich. Am Anfang, ne, die haben extrem viel Wheelspin auf der Rolle. Man muss sie dann runterzerren. Das haben wir nachher auch gemacht. Wir haben den Ding auch wirklich dann hinten runter geguchtet, weil der wirklich halt über die Rolle geburnt ist. Wenn er dann warm ist, geht's. Aber wir haben halt sehr viele Walkverluste von diesem Reifen auf der Rolle. Und daher müssen wir da jetzt was Neues holen. Ein Straßenreifen wie Super Corsa oder irgendwas kommt da jetzt drauf. Und dann messen wir weiter. So, gehen wir mal rum. So, auch noch interessant vielleicht mit der Zündung. Für die, die es noch nicht wissen. Wir haben hier eine komplett andere Zündanlage drin. Eine Zündspule von der Firma Ignijet. Hochleistungszündspule.
die dann hier auf eine normale Zündkerze mündet, in der Mitte auf die Hauptkerze. Ja, normaler Zündkerzenstecker drauf. Ist auch eine spezielle HRC-Rennkerze drin, damit auch die Temperaturen abkönnen und so weiter. Und die äußere Zündkerze ist überhaupt nicht angesteckt, ne, wie ihr seht. Die kann zwar mitlaufen, weil das IgniJet Steuergerät hat auch zwei Kanäle. Aber wir haben festgestellt, es hat seinen Grund. Ich hatte ja schon öfters mal erwähnt in anderen Videos, dass diese Zündkerze bei 4000 Umdrehungen abgeschaltet wird vom Seriensteuergerät. Und das hat auch seinen Grund, weil diese Kerze ist wirklich nur dafür da, um die Verbrennungswerte oder die Abgaswerte zu verbessern in diesem Drehzahlbereich. Ab dann wirkt sie störend, auf gut Deutsch, für den kompletten Verbrennungsvorgang. Und wenn wir die nämlich dran lassen, das haben wir jetzt mal ausprobiert, kriegt man untenrum ein bisschen mehr Leistung, auch eine schönere Leistungskurve, aber obenrum geht uns Leistung flöten, bis zu 4 PS. Also, ne, weg mit dem Ding, abgesteckt, und später werden wir dann auch noch den Kanal ausprogrammieren. Ja, ansonsten ist eine Standardkupplung noch drin. Bis jetzt hält sie noch mit unseren speziellen Kupplungsfedern, die ihr aus dem Shop kennt. Die scheinen auch noch zu funktionieren. Auspuffanlage haben wir selber gebaut, klar, habt ihr auch schon gesehen. Und hier hatten wir ein bisschen rumexperimentiert. Hier war ja normalerweise unser kurzer Scorpion drauf. Dann haben wir mal den Original Endschalldämpfer von der R genommen, der Akrapovic, mal drauf gesteckt, ob sich da großartig was tut. Ja, läuft ein bisschen besser, weil er was länger ist. Und die Drehmomentkurve wird etwas besser, aber ansonsten in der Spitze tut sich da nichts zwischen dem und dem. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, jetzt aber genug geguckt, und jetzt wollen wir natürlich wissen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Wo sind wir rausgekommen, leistungstechnisch, jetzt beim ersten Lauf? Es wäre natürlich schön, wenn ich direkt die 100 knacken könnte, die wir angepeilt haben. Ob das wirklich klappt, das sehen wir jetzt. Ja, Gemeinde. So, jetzt hier die Leistungskurven vom ersten Test. Und wir haben es nicht geschafft. Also die 100 PS haben wir nicht erreicht. Wir sind mal eben bei 92,52 Newtonmeter PS stehen geblieben. Da ging es auch wirklich nicht weiter. Da war wirklich Ende zappenduster. Ich habe also bestimmt allein schon von diesen Messungen hintereinander 10 Stück gemacht. Dann haben wir gedacht, ah, komm, da kommt noch was. Aber nein, nein, da müssen wir jetzt stoppen. 92,52 war die beste Messung, die ich da rausgequetscht habe aus dem Ofen. Ich sag mal, die Kurve ist wunderschön. Ja, wie gesagt, das steht nur auf glatten 5. Also programmiert ist das schon mal nicht schlecht. Der Motor läuft doch wunderbar. Und jetzt kommen wir zum sogenannten zweiten Sieger, und das ist halt immer das Drehmoment, leider, weil das ist der Hammer. Also, ja, ihr seht die Kurve, Drehmoment, Newtonmeter, und wir sehen hier schon bei 4000 Umdrehungen hat das Ding schon 68 Newtonmeter gedrückt. Na, das ist natürlich brutalst. Hält dann ab 5000 Umdrehungen die 80 Newtonmeter, geht dann hoch bis 87 und hält diese 80 Newtonmeter bis
7900 Umdrehungen knapp. Und dann geht es dann langsam bergab. Ihr seht also, Druck ohne Ende, also Newtonmeter hat das Ding, ne? Also drückt wie ein Ochse. Bedingt natürlich auch durch die Motorkonzeption, sagen wir mal, also viel Hub. Wir haben ja 85 mm Hub reingepackt in das Ding und 107 Bohrungen. Es wäre dann natürlich hier wünschenswerter gewesen, das hört sich immer besser an, wenn hier natürlich dann mehr PS gewesen wären und hier unten etwas weniger Drehmoment, ne? Weil ne, macht man das eine, fällt das andere. Das ist nun mal so. Gut, da müssen wir noch dran arbeiten. Also hier müssen noch, bei den PS müssen noch 8 PS dabei. Die müssen wir finden. Zur Not nehmen wir hier auch ein bisschen Drehmomentverlust in Kauf. Da habe ich kein Problem mit. Aber naja gut, wir werden sehen, was passiert. Und für den ersten Schuss, sage ich mal, nicht verkehrt. Ne? Dann geht's weiter. Ja, ne? Leider knapp verfehlt. Die 100 sind dann doch nicht geworden, aber also am Getriebeausgang, an der Kupplung. Man könnte sich das jetzt schön reden, Hinterradleistung mal irgendwelche komischen Formeln, dann hätte man eine Motorleistung von fast 100 PS. Aber so ein Bullshit, das wollen wir nicht. Wir wollen immer, ne? Ritzel, Ritzel ist wichtig, was da rauskommt. Das ist für uns interessant, weil das sind auch die Daten, die ihr im Fahrzeugschein stehen habt. Hm? Nie vergessen. Ja. Fehlt noch ein bisschen, also uns fehlen mal locker 8 PS, die müssen wir jetzt irgendwo finden. Drehmoment ist mörderisch, also das Drehmoment hat er wirklich satt genug. Ihr habt ja gesehen, ne, schon ganz früh ab, 4 geht richtig ab. Und dann haben wir weit über 80 Newtonmeter. Eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn wir uns überlegt haben, dass dieses Motorrad ja, wenn es denn mal irgendwo mitfahren sollte, ne, bei einem Achtelmeile-Rennen vielleicht eingesetzt wird und da ist natürlich gerade der Drehmoment eine schöne Sache. Gut, uns fehlen 8 PS, wo kriegen wir die vielleicht noch her? Steuerzeiten in der Nockenwelle, ne, geht bei einer Nockenwelle, die aus einem Stück ist, nicht mehr. Da können wir nicht großartig weiter rumdrehen, wir können auch keine Räder ineinander verschieben. Also dementsprechend Steuerzeiten können wir erstmal nichts machen. Auspuffanlage habe ich schon mal probiert. Andere drangebaut, auch mit Mittelschalldämpfer, Acker komplett und so weiter. Macht alles nur schlechter, so wie ich das auch erwartet hatte. Weil wir müssen halt eine sehr kurze Schalldämpferanlage haben, weil wir halt so extreme Steuerzeiten haben. Bleibt also im Endeffekt nur noch eins, die Ansaugung bzw. Drosselklappe. Und hier sieht es für mich so aus, dass eben halt im Drosselklappenbereich, da wir sehr lange eine gute Leistung, sehr lange oben halten können, wahrscheinlich die Drosselklappe jetzt, so wie sie hier, also ist ja eine Seriendrosselklappe, einfach zu klein ist. Ja, also da müssen wir ran, entweder ein anderes Produkt montieren, eher schlecht, weil dann haben wir da Schwierigkeiten mit der Ignijet, oder mehr Arbeit. Ich muss mal schauen, ob wir diese Drosselklappen dann vergrößern können, also quasi Welle raus, alles raus, neue Drosselklappen, ja, neue Drosselklappe lasern lassen. Und dann dementsprechend das Gehäuse aufspindeln. Müssen wir schauen. Das seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video. Ne? Gut, aber wir haben noch was, denn ich habe Gott sei Dank heute noch jemand hier, beziehungsweise wir haben noch jemanden eingeladen heute für diesen Lauf, weil wir gerne natürlich auch noch ein bisschen was wissen müssen oder wissen möchten über den Zustand des Motors nach diesen weit über 50 Läufen. Ne? So, und wer ist das? Ganz klar, das ist der Alex ist da. Hallo Alex. Hallo, so, Micha. Ich nehme mal ein Mikro runter und damit wir jetzt beide was haben, damit ihr uns beide hören könnt. Ja, der Alex ist erstmal privat als allererstes hier, weil er wissen wollte, was mit dem Bomber ist. Genau. Und auch als in Funktion als technischer Leiter der Firma Motul, weil du gerne wissen möchtest, wie sich euer Produkt in diesem Fahrzeug benommen hat. Genau, also war ja der erste Start. Ist immer schön zu sehen, wenn so ein Motor praktisch geboren wird. Öl hat ja da einen nicht unerheblichen Anteil, auch wenn man es nicht sieht. Und wir haben jetzt dem Patienten mal 100 Milliliter Öl abgenommen, mhm, um einfach mal im Labor zu schauen, wie hat sich das Öl verändert im Vergleich zum Frischöl. Gibt es einen Kraftstoffeintrag, der überproportional ist? Haben wir überhöhte Verschleißwerte? Und wie sind die Einträge zum Beispiel vom Blow-By-Gas? Ne? Ja, ja, genau. Also wir haben jetzt so ungefähr 55 Läufe gemacht mit, genau, mit dem Fahrzeug. Das sind so ungefähr 9 Minuten, kann man sagen. Also ja, Pi mal Daumen. Volles Rohr volles auf dem Kopf, ne? Und dann noch halt lange Zeit im Stand gelaufen, Einstellzeit. Genau.
genau. AFR-Werte, Standgas eingestellt und und. Also ungefähr hat das Öl eine halbe Stunde gelaufen, genau. Jetzt. Ne? Also da sind wir, können wir auf jeden Fall was im Labor sehen, mhm, und können sagen, ob das in die richtige Richtung geht. Und wir wollen natürlich auch schauen, weil wir hier keine Standardviskosität einsetzen, wie wir da uns deinem Leistungswert nähern können. Ne? Ja, so. Und da sind wir beim Stichpunkt, genau, beim Stichwort, ne? Leistung bzw. andere Viskosität, weil ihr denkt natürlich, ja, der Bonge macht immer gleiche rein, ne? 15 W60, 300 V Offroad. 300 V Offroad stimmt, aber diesmal, ja, 300 V Offroad 5 W40. So, warum so dünn, Alex? Genau, weil wir wollen natürlich auch einen Ticken mehr Leistung rausholen. Also du sollst ja die 100 PS möglichst knacken. Und wenn wir eine zu hohe Viskosität im Hochtemperaturbereich haben, verlieren wir auch Leistung, weil Reibungsverluste stehen halt nicht am Getriebeausgang zur Verfügung. Ja klar, also 15 W wäre dann mehr so eine Leistungs... Also wird durch die hohe Viskosität etwas bremsend wirken. Die 60er Viskosität. Die 60er, also die hohe 60er Viskosität, ja, ist, bedeutet halt zu hohe innere Reibung bei hohen Temperaturen, was natürlich für einen Langläufer, für einen Schutz wichtig ist. Wir haben hier aber einen Kurzläufer, also der nur eine kurze Distanz läuft, mit maximaler Leistungsausbeute. Genau. Deswegen sind wir im Warmviskositätswert auch nochmal deutlich nach unten gegangen. Ah ja, okay. Ja, ne? So, also, jetzt wisst ihr warum. Wir fahren 5 W40 in diesem Fahrzeug, aber wie gesagt nur, Moment, ich muss euch wieder anklemmen hier. So, aber natürlich auch nur, weil eben halt der mit Sicherheit keine 60.000 Kilometer laufen wird. Ne? Ja, wir brauchen halt, ne, alle möglichen oder allen möglichen Support, den wir kriegen können, und das bekommen wir natürlich auch durch ein, ja, durch die Viskosität 5 W40. Gut, dann würde ich sagen, da sind wir am Ende. Genau. Vielen Dank, dass du da warst, Alex. Ne? Und ihr kennt das Spiel, lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und immer das Glöckchen aktivieren, da gibt es immer Infos, wann wir ein neues Video raus haben. Ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am, ja, nächsten Sonntag, wenn wir Glück haben. Und vielleicht sogar schon mit Laborwerten. Ne? Ja, geht direkt auf die Reise ab ins Labor. Super, alles klar. Haut rein, bis dann und ciao.